sind die Probleme mit dem Magier erledigt. Ohne dich hätte ich früher oder später meine Arbeit verloren. Und ohne die Jagd, da bin ich gar nichts. Ich will dir zum Dank diese Schattenläuferhorn geben. Du kannst es auch als eine Art Bestechung sehen, mir nie wieder auf den Sack zu gehen. Danke, Matt. Ich konnte dich zwar auch noch nie leiden, aber da ich ja jetzt ein Wächter bin, muss ich es dir wohl oder übel anbieten. Wenn du wieder irgendwelche Probleme hast, kannst du dich ruhig an mich wenden. Gut. Und jetzt hau ab. Ich muss jagen. War mir eine große Ehre, mit dir zu sprechen. Ich nenne sowas ja sitzen und rumfaulenzen, aber okay, wenn das Jagen nennt, dann wird's wohl Jagen sein. Ja, hat er, aber das glaube ich nicht. Fassen wir mal ein bisschen Brot. Oder wenn genau eine Heilwurzel. Aber oder wenn zwei. Er wirklich Ruhe oder drei. Muss ich vielleicht auch oder vier. So. Jetzt gehen wir mal mit dem Alvin eine Runde Snapper jagen. Das macht bestimmt einen Heidenspaß, deswegen machen wir es auch. Ich bin bereit. Lass uns jagen gehen. Gut. Töten wir als erstes die normalen Snapper. Folge mir und wehe, du rennst weg. Nö, ich habe eine neue Waffe. Ich mach die alle. Ich mach die alle. Vertrau mir. Die sind gar kein Problem. Das sind ja nur 4 oder 5. Also gesehen, boah, der war geil, oder? War der geil oder war der geil, hä? Ja, der war richtig geil, ich weiß. 18:03. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ach, was. Warte doch mal, ich muss erst mal ausnehmen, Alter. Hab etwas Geduld. So, das war's mit dir. Oh, der hält aber alles gut aus hier. Warte doch, Mann. Boah, ist das ein Trottel, ey. Gute Arbeit. Jetzt kommt Phase 2. Du musst einen Scavenger fangen. Halt. Wie soll ich das denn machen? Ich kann ja schlecht einen Scavenger hierher schleppen. Das ist nicht allzu schwierig. Ich habe hier in der Gegend 3 kräftige Scavenger gesehen. Die sind ideal. Etwas größer als die meisten anderen. So einen wird sich der Snapper nicht entgehen lassen wollen. Du tötest 2 von ihnen. Den dritten verwundest du, tötest ihn aber nicht. Ich gebe dir eine Scavenger-Beere. Die wachsen im Gebirge und Scavenger können nicht widerstehen. Dem letzten verwundeten Scavenger wirfst du die Beere hin. Ich soll im Kampf mein Schwert wegstecken und die Beere herausholen. Der Vogel wird mich zerfleischen. Du brauchst eben eine gute Rüstung und musst dich beeilen. Sobald du die Beere auf den Boden geworfen hast, wird der Vogel sie fressen. Dann folgt er dir. Schließlich will er eine weitere von dir. Du kommst hierher und achtest darauf, dass kein anderes Tier den Scavenger frisst. Der Weg hierher sollte den Scavenger so erschöpfen, dass er einschlafen wird. Seine Verwundung wird ihn an der Flucht hindern. Wir kommen nachts wieder und hoffen, dass der schwarze Snapper dann aus seinem Versteck gekrochen kommt. Na gut, ich versuche es. Sowas will ich hier nicht hören. Wir sind Jäger. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Also los. Hier hast du die Beeren. Der schwarze Snapper gehört uns. Wie soll ich das nochmal machen? Kann der doch auch einfach reingehen, oder? Woher, wo ist denn der? Ich hab gedacht, hier wäre eine Höhle oder sowas. Oh, eine Truhe. Oh, ein bisschen Geld. Nett. Ich hing gerade ver... Tut mir leid. Aber wir hingen gerade fest. Ich hoffe, das versteht man doch. So, wo sollen jetzt hier Scavenger sein? Ich sehe nur zig tote Snapper hier rumliegen. Oh Mann, ey. Am nächsten Tag soll ich wiederkommen und schauen, ob der schwarze Snapper wieder nach aufgetaucht ist. Wo sind die denn, verdammt? Ich sehe hier nirgends Snapper.
Irgendwo in der Nähe. Puh. So, doch hier, muss doch hier irgendwo in die, auf dem Areal sein, sonst die können doch nicht irgendwo hochklettern. Das sind doch Scavenger und keine. Was weiß ich. Oder soll ich denn hier hochzerren? Willst du dich doch verarschen, oder? Toll, hier unten sind wieder so Kackviecher. Wollte man nicht auch mal da reingehen, dann waren da ein paar Goblins und an denen sind wir nicht vorbeigekommen. Ich glaube schon. Ich muss erstmal eine Rechnung begleichen. Wenn man das so nennen darf. Ja, die kleinen Giftzwerge, kommt her. Was macht der denn? Den haben wir es gezeigt, hey, aber richtig. So. Noch ein silberner Ring, noch ein rostiges Schwert, noch eine rostige Axt. Noch eine rostige Axt und noch ein rostiges Schwert. Und ein Gletscherquarz und eine Spruchrolle. Oh, ein Steinbrecher. Und das ist zu weit entfernt. So, noch ein bisschen Pfeile und ein bisschen Geld. Das war's dann auch hier schon wieder. Rostiges Schwert. Und noch Blaukappe. Ein paar. Zwei Stück, um genau zu sein. Zack, mitgenommen. Die rostigen Schwerter musste ich mitnehmen. Nochmal vorne. War ein bisschen zu schnell. Ich habe gemeint, wir sollten die rostigen Schwerter doch noch mitnehmen. Ich meine, wir brauchen ja Ware für den Ortholf, ne? Der Steinbrecher ist ganz nett, aber nicht nett genug, wenn man das so blöde ausdrücken könnte. Ich hoffe, der Vollhorst mal die Scavenger da hinten, weil... Da ist nichts zu holen. Noch weiter zu laufen, hatte ich keinen Bock drauf. Außerdem höre ich überall irgendwelche Gegner. Ich werde auch verrückt. So, ich will erstmal mir die Scavenger-Bären angucken. Was das wieder für ein Zeug ist. Das ist ein Grundstück, okay. Ah, okay, hier sind die Dinger. Ah, ich hasse die Viecher, ey. Geht weg! Wir sind ja übrigens auch eine Stufe aufgestiegen, das heißt, wir könnten wieder Einhand oder nichts zu holen. Geschicklichkeit oder Stärke verbessern. Werden wir auch gleich machen, keine Sorge. Jetzt will ich erstmal gucken, wie wir das mit den Scavengern machen. Ich hoffe, das sind die. Die sehen doch größer aus als andere, oder? Bitte. Ja, sind sie. Ist der jetzt da runtergefallen? Willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt ist der da runtergefallen. Haut ab! Wo ist dieser Vollidiot hin? Nein, jetzt gibt's da nicht. Jetzt habe ich alle drei Sniper getötet und kann den dunklen Zepper nicht mehr anlocken. Ich sollte allen von dem Misserfolg berichten. Okay. Ich werde wahrscheinlich sowieso neu laden. Aber wir können ja immerhin mal. Guck, was jetzt geschieht. Ich sammle das jetzt bewusst nicht auf, also die Viecher. Da ich davon ausgehe, dass ich neu laden muss. So, wenn Matt sagt, dass die Sache vom Tisch ist, dann ist sie das. Die Sache mit dem dunklen... Ah, okay. Hast du etwa... Ja. Nochmal neu laden.
Okay, ich sollte das mal ein bisschen anders versuchen. Und zwar die Snapper erstmal hierher locken. Toll, ich schlag die mit. Ach, wie blöd. Ich benutze meine schwächere Waffe. Komm, brauchen wir den Degen doch noch. So, da kommen sie. Folgt er mir jetzt oder was? Ah. Okay. Gut. Hat schon mal geklappt. So halbwegs. Ich hab ein Haustier. Na, hab ich nicht. Und deswegen habe ich auch davor alles aufgeräumt. Nicht, dass die Viecher uns irgendwie noch zum Problem geworden wären. So, wenn der jetzt da runterfällt, dann murks ich den eigenhändig ab. Ja, braver Vogel. Wo soll der jetzt hin? Speichert gerade nochmal ab. Zack. Alvin sagt, dass er mir dann folgen wird. So kann ich ihn auf dem Plateau, wo die Snapper waren, locken. Am nächsten Tag soll ich wiederkommen und schauen, ob der schwarze Snapper über Nacht aufgetaucht ist. Okay. Komm mit, put put. Gute Nacht. So. Der Scavenger ist auf der Ebene in Position gebracht. Ich sollte Alvin davon berichten. Alles klar, machen wir. Was ist hier in der Welt? Hier in... Also, keine Ahnung, wo das genau ist. Also, die Umgebung um Remba. Ich finde es einfach klasse, wie die aufgebaut ist. Ich will noch so viel erkunden. Wir müssen noch so viel erkunden. Weil das muss einfach sein. Also da werden wir schon noch ein bisschen unseren Spaß dran haben an dieser Mod. Hoffe ich doch. Aber davon gehe ich auch aus. Wir haben noch einiges zu erledigen. Ich sehe noch kein Ende in Sicht. Der Scavenger ist in Position. Gute Arbeit. Auf dich ist Verlass. Danke. Leicht war es nicht. Und nach all den Mühen will ich den verdammten Snapper jetzt endlich auch tot sehen. Ein bisschen Geduld musst du noch haben. Komm um Mitternacht wieder. Wenn wir Glück haben, traut sich der Snapper dann aus seinem Versteck. Alles klar, Chef. Das werden wir jetzt auch direkt machen. Ne, also sprich, wir gehen jetzt hier gerade bei den Pen. Bis Mitternacht, dann erledigen wir diesen verdammten Drachensnapper oder was das auch immer sein soll. Ich gehe davon aus, dass es ein Drachensnapper ist, weil, ne, ich kann es oft genug wiederholen. So, ich habe wieder volles Leben. Wo ist denn Alvin? Ja, jetzt ist er bloß hinter pennt, der Vollidiot. Ah, da vorne steht er, glaube ich sogar. Nehmt gerade mal eine Fackel mit. Wo sind die Fackeln? Da. So. Vorne steht er doch, oder? Halt! Bleib sofort stehen. Wir dürfen nicht zu nah an den Scavenger heran, sonst traut sich der Snapper niemals heraus. Halte Abstand. Aber nicht zu viel. Wir müssen den Snapper schnell angreifen, sobald er anfängt zu fressen. Seit wann hat ein Snapper eigentlich Angst vor Menschen? Dieser Snapper ist verdammt klug. Er wird gesehen haben, was wir mit seinem Rudel angestellt haben. Er weiß, wie gefährlich wir sind. Aber Hunger hat er trotzdem. Und jetzt sei ruhig und warte ab. So. Ja, ich warte doch. Schon wieder eins von diesen Biestern. Da ist er. Hab's doch gesagt, Drachensnapper, was sonst? Oder Dunkler.
Nein, Alvin, warte, pass auf, wenn du gleich noch an. So. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Meine Güte, was für ein Ungetüm. Das war ja mehr Drache als Snapper. Scheiße, ja, aber wir haben es geschafft. Wir haben es überlistet und getötet. Ich wollte es ausnehmen, du Affe. Und was für Zähne und Klauen. So etwas gibt es hier sonst nirgendwo. Die bringen mir sicher eine Menge Gold ein. Vielen Dank für deine Hilfe. Bist echt sowas zu gebrauchen. Hier ist dein Anteil an der Beute. Ach so, okay. So. Oh. Ich gehe jetzt erstmal in die Stadt und versaufe das Gold, was ich für die Trophäen bekomme bei Jasper. Alles klar. Solltest du jemals wieder Hilfe bei der Jagd brauchen, sag Bescheid. So. Ha, immer noch Zähne und Krallen drin. So, nehmen wir unsere Fackel, nehmen den Scavenger noch aus. Zack. Können wir gerade mal abspeichern hier. Und wo ist es denn? Wo ist da? Jagd auf den schwarzen Stepper hätten wir jetzt auch erledigt. Das heißt, wir können jetzt mal hier mal ein bisschen bei den Sachen weitermachen. Außer bei der Vertrag, weil den werden wir sowieso nie hinbekommen. Niemals kriegen wir den hin. Wir gehen gerade mal zurück in die Stadt. Schauen Sie mal da. Gerade mal eine Fackel, so. Speichern nochmal ab, denn die Aufnahme ist so gut wie vorbei. Wir kaufen schnell noch ein bisschen Zeug bei Ortolf. Zeig mir deine Ware. Zack. Zack, zack, zack. Und zack. So, gut. Und dann, Moment, schon mal speichern. Würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.